So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Dead by Daylight. Wir spielen die Künstlerin, die seit neuestem anscheinend hier reinschaut. Finde ich interessant. Und alle anderen sind bereit. Ich bin bereit. Wir warten noch auf Kuniku. Kuniku ist auch soweit. Wir legen gleich los. Abfahrt. Ich bin immer noch happy darüber, dass wir letzte Runde gleich die neue Map hatten. Die ich tatsächlich dann auch noch nicht kannte. Also ich habe einmal schon gegen den Killer gespielt, aber die neue Map habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Hat sich jetzt auch erledigt. Hoffe, die kriegen wir mal noch, wenn wir überleben, das Spielen. Das kommt ja in 2 Folgen vermutlich, so dass wir den Überlebenden uns anschauen, so wie immer halt, ne? Ja. Und ich habe ganz vergessen, in letzter Folge das zu erwähnen, weil es so viel zum Vorlesen gab, war ja echt viel Text. Also die halbe Folge bestand ja eigentlich nur aus Vorlesen, aber hey, gehört zum DLC dazu. Wenn das DLC vorgestellt wird, wird gelesen. Das ist, ne, beim Halloween-Event wurden auch sehr viel gelesen. Diesbezüglich hat ja am Ende vom Halloween gesagt, so von wegen, ja, ich weiß nicht, wie ich Dead by Daylight weiterführen werde und sowas. Ist immer noch so. Allerdings ist jetzt, seitdem ich letztes Mal Halloween, also, ne, Halloween-Event war bis Anfang November. Wir haben jetzt Dezember. Also es liegt jetzt für euch keine Zeit dazwischen, für mich liegt ein Monat dazwischen. Daher kann es auch gut sein, dass ihr gar nichts davon merken werdet, wenn ich meine Downphase habe, weil es war halt wirklich repetitiv. Ich habe so viel Dead by Daylight im Stück aufgenommen, da war ich ein bisschen durch, muss ich ehrlich sagen. Aber das, ja, hat es wieder gelegt. Und werden sehen, wie ich das oder wie sich das weiter verhält. Also jetzt natürlich erstmal DLC vorstellen, ganz klassisch. Und dann schauen wir mal, wie wir das weiter behandeln. Ich schätze mal, dass ich das ein wenig. Ich weiß nicht, ob ich es weniger machen werde, tatsächlich. Das kann ich nicht sagen. Es kann auch einfach sein, dass ich das, so wie es jetzt halt ist, sage, ich nehme auf und dann kommt vielleicht schon wieder das nächste DLC, so dass wir uns nur die DLCs anschauen. Oder halt weiterverfolgen, indem wir sagen, jo, das ist hier jetzt der Plan, dass wir das so wie gehabt machen. Und dann wäre alles dufte. Kommen Sie mal mit. Gut, dann hängen wir dich mal da unten hin. Reicht das? Ah, fuck, das Ding ist nicht mehr da. Schade. Schneefall, hey, 50 Punkte. Moin, ihr zwei. Durchs Bild jagen. Oh Mädel, hä? Wo willst denn du hin? Nochmal einen weißen Haken. Nehmen wir mit. Ich bin immer gespannt, wenn wir später das mit den Totems mal ausprobieren, wie das laufen wird. Die jagen da hoch. Also die gehen ja geradeaus weiter. Was ist das denn für eine Logik? Naja.
Ach, wer läuft denn da draußen? Hey. Genommen. Die Krähen sind ganz nice, wenn man die während der Hand platziert. Während der Jagd. An die Leute, die nicht wissen, was ich gerade gesagt habe. Hallöchen, Mrs. Taschenlampe. Cool. Hab's hier verloren. Keiner da? Ich will nicht campen, ich will nur anders hingehen. Entschuldigung. Ist niemand? Auf jeden Fall. Die respawnen übrigens. Ach, wer ist denn hier? Da war doch gerade jemand. Und der Mate ist tot. Hi! Da ist ja mein Lieblingsverfolgte. Ich weiß nicht, was ich hier summe, aber ich fühle es irgendwie gerade voll. Kannst du damit sogar laufen? Kannst du mit den Schneemännern laufen? Ah, dann wissen wir auch, wo die andere ist. So, hängen wir dich erstmal auf, dann sind wir dich los. Dann können wir uns um deine Kollegin kümmern, ne? Für dich habe ich sogar einen weißen Haken in der Nähe. Wenn du dich nicht rausschlagen kannst. So. Oh. Du kannst damit laufen? Das muss ich unbedingt testen. Muss ich unbedingt testen. Da oben ist einer schon ein Tick weiter. Wäre auch so einfach gewesen. Cool. Ich find's doof, dass die nicht dem Weg folgen. LOL. Wie unauffällig kann man denn sein? Gut. Ah, ihr habt mal gehört, weil sie verletzt war. Ah.
Verstehe nicht, warum das nicht... Ah, das kann es nur im Laufen machen. Verstehe ich nicht so ganz. Also, die Logik von dem blicke ich nicht so ganz, aber hey. War eine gute Runde, würde ich sagen. Also die... Das, wenn du das taktisch einsetzt... Oh, ich habe noch 10% Speicherplatz auf der Karte. Ich hoffe, das reicht. Wenn du das gescheit einsetzt, eher optimal. Kann man echt hitten, würde ich sagen. Gott. 6000 Punkte. Ach du Scheiße. Tja, gut. Ich suche gleich mal wieder rein. Da haben wir noch jetzt die anderen Addons. Ich muss jetzt gucken, welche Opfergabe ich dafür rausschmeiße. Welches Perk. Düster Umarmung ist, glaube ich, geringer. Die Chance. Das da finde ich ganz nice. Ja. Da, nur wenn... Das muss man halt erstmal schaffen. Dann mache ich da jetzt dafür den Perk mit den Totems. Und das hat er da. Hier machen wir die zwei Zusätze. Verlängert die Dauer für Düster Crane untätig bleiben, bevor sie sich auflösen. Also die bleiben 2 Sekunden länger in der Luft rumschweben. Verringert die Abklingzeit von Folter für 0,5 Sekunden, nachdem ein Düster Crane sich in der Luft erhoben hat. Jo. Hier machen wir sowas rein. Und ich bin ready. Und dann schauen wir mal, was wir da rausholen können. Jetzt schon auch wieder richtig ein ikonoklastisches, auffälliges Kleid, das sich selbst entworfen hat. Scharfe Spachteln. Die absurden Ränder der Realität machen eine scharfe Klinge aus der Spachtel, der sie einst im Wandgemälde malte. Düster. Die sieht aber richtig cool aus, finde ich. Das ist so vom Make-up, ne? Also, ich kenne mich nicht mit Make-up aus. Aber... Ich finde das trotzdem ziemlich cool. Ach ja. Also ich muss sagen, das ist echt... Also die könnte man... Die ist nicht so overpowered. Die Perks sind gut, aber ich finde die nicht ultra krass. Also das mit den Totems kann gedodged werden, wenn keins kaputt gemacht wird. Oder wenn die wieder kaputt gemacht werden. Das andere, dass die schreien, das ist schon geil, aber es ist jetzt auch nicht... Also da ist der Doktor oder sowas krasser, finde ich. Und die Fähigkeit, dass man die Krähen hat, das ist halt nervig. Man muss halt weglaufen und wirst die ganze Zeit gesehen. Die machen ja anscheinend auch Damage. Also Schaden, wenn man nah genug dran ist. Aber bis jetzt, ich weiß nicht, was bei denen nah genug ist. Es stand vielleicht auch dabei, ich habe jetzt keine Meterzahl im Kopf. Aber, ja, also, ich finde beim, vor allem die Leute ein bisschen, man hat es erst gesehen, beim über die Palette steigen und sowas, da kannst du die Leute nicht ablenken, weil die konzentrieren sich aufs Weglaufen, wenn sie noch Krähen haben, die ein bisschen so scheiß Krähen, aber, ja, also die Krähen wollen sie loswerden und sonst können sie halt nicht wirklich weglaufen, weil ich die ganze Zeit weiß, wo sie sind. Oder, ja, also wenn die sich auf die Krähen konzentrieren und gleichzeitig weglaufen, gibt das mehr Chancen. Also dafür finde ich das eigentlich ganz nice. Dieses Ausrichten und sowas. Ja. Aber das ist auch wieder ein Killer, der für äußere Maps gut geeignet ist, aber für Indoor-Maps fast gar nicht. Wobei du die Krähen ja durch alle Wände durchschicken kannst. Das muss man dazu sagen. Das ist schon nicht schlecht. Weil wenn die an Wände dodgen würden, könntest du ja komplett vergessen. Aber... Ja, mal schauen. So. Du bist doch bestimmt hier drin. Oder hier drin. So. Machen wir es halt mal so. Gehen wir mal weiter. Oder hinten ist schon ein Totem kaputt gemacht worden. Schade. Hi.
Sie lacht so kratzig. Muss an der Krähe liegen. Jo, das war nah genug anscheinend. Hör, Idiot, bleibt einfach stehen. Ah, da steht einer auf K rum, schön. Da freuen sich die anderen auch, wenn jemand AFK ist. Totem neu entfacht. Ja, hol die ruhig. Komm, tu es dir an. Das ist AFK. Es lohnt sich absolut nicht, die zu holen. Schön, dass du sie geholt hast. Da ist jemand direkt bei mir. Oh, da hänge ich da drüben ab, wo wahrscheinlich ein Mate noch... Oh ne. Ist ja received worden. Mit euch. Wirft mir langsam die Haken aus, ey, so kacke wie ihr seid. Und die eine habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, okay. Die lebt aber auch anscheinend. Hey, wer ist da denn? Hey, wer ist da denn? Was ist denn mit euch los? Was ist so? Ja gut, ich meine, ich beschwöre mich jetzt mal nicht. Boah, das ist irgendwie trotzdem komisch. Jetzt kann die Zeit nutzen, die andere wieder zu holen. Tut sie nicht. Reicht's dir? Nö. Hm. Bleibt jetzt die Frage, wo die andere Person ist. Oder nicht? Ja gut, ich brauche noch 5 Generatoren. Hm. Ist die Frage. Wo, wie und wann sie die noch machen wollen. Oder ob die andere einfach die Luke sucht. Wäre natürlich das Entspannteste für sie, aber ich weiß noch, ob die Luke jetzt schon da ist. Okay, wir wissen, wo die andere ist. Hi. Man hört dich übrigens im Schnee, Mann. Gut. Immer noch einen weißen Haken mit, wobei du hingst schon ein paar Mal. Ne? Ich weiß nicht genau, ob das... Es war ja nicht das mit dem ersten Mal hängen. Cool, das ist der, der am weitesten entfernt. Wow. Hm.
Volltreffer. Einfach mal in die Richtung geballert und schon gibt's ein Krähenmassaker. Ich würde gerne die andere kriegen. Ah, vielleicht wenn ich die nur direkt treffe, nicht durch eine Wand durch. Waren die andere? Die waren doch hier irgendwo. Komm ich hin, Kio. Wenn die anderen kommen, da hat es wenigstens verdient, ihnen zu entkommen, weil die war halt... noch einmal hängen. Oh, das ist natürlich nice. Dings ist leer. Dann sollte er wirklich alle Hände voll zu tun. Wo sind die? Hey! Ja. Habe ich nicht gerade gehört? Scheinbar nicht. Einfach mal Alibi halber irgendwo hinschicken, ne? Ach ja, das Totem lebt immer noch. Da hatte ich etwas gehört. Irgendwann werdet ihr einen Fehler machen, Bruder. Ich meine, ihr habt ja eh nicht so viele Optionen, ne? Die einzige Option, die ihr wirklich habt, ist Generatoren machen. Und es fehlen noch alle. Gut, eine war eigentlich am Anfang mal kurz AFK. Aber kurz ist hier halt auch schon
Einfach mal reingucken, schauen. War da nicht jemand? Da sehe ich schon Gespenster. Ich sehe schon Gespenster. Totem lebt noch. Ach ja. Tja. Jetzt kann ich Runden drehen und hoffen, bis dass ich die irgendwann finde. Aber ich meine, das Spiel wird nicht aufhören, solange die nicht einen Generator machen. Oder alle machen. Oder ich die anderen noch finde und töte. Eins von beiden muss halt passieren. Wenn das Spiel vorbei ist. Aber gut. Wir werden sehen. Ich dachte eigentlich so, jo, das Spiel ist richtig schnell vorbei. Scheinbar nicht. Aber hey, im unnötigen Länge ziehen können wir. Aber es ist halt generell... Ah, da oben sind die. Ja, mal Hallo sagen. Wie komme ich da rein? Schade, der war schon so weit, ne? Oh. Wie haben wir denn da? Du bist hier aber schnell losgeworden. Du bist auch eh die Person, die ich haben will. Hin. Hey, hi, dich habe ich gar nicht gesucht. Jetzt habe ich auf den alten Trick reinfallen. Wahrscheinlich. Nee, ich will dich nicht, ich will deine Freundin. Deine Freundin. Weil die, wenn du tot bist, bringt das mir nichts. Ach komm. Ja, nerv mich nicht. Will doch geholt werden, das hören wir doch. Aber hey, ich hab Zeit, ne? Das könnte doch gehen, oder? Aber das ist halt nicht die, die ich haben will. So. Richtig cool. Down und weggehen. Wenn die andere gucken, wie sie es macht. Na? Wer ist denn hier in der Nähe? Hallo, Madame. So. Kriegst sogar einen extra weißen Haken.
Hi. So. Dann kann ich dich auch guten Gewissens aufhängen. Ah, hey, das ist ja die Luke. Blöd, ne? So. Du kannst jetzt von mir aus gehen. Alter, was war das denn für eine Runde? Ich dachte, die war viel zu schnell vorbei und dann ist sie einfach stundenlang. Aber hey, wenn man alle haben will, muss man halt sowas bespielen. Das ist halt so. Und das wollte ich nicht noch. Ha, sehr gut. 2000 Punkte, das ist halt richtig belohnt. Die waren halt jetzt schon gut. Ja. Jo, also ich würde, das hat echt Laune gemacht. Ich muss sagen, also die letzten letzten Runden, die wir jetzt gemacht haben, die waren echt gut. Ne, warte, wir fahren bei 4. Passt. Was haben wir hier? Zermürbende Präsenz. Das haben wir bei dem Killer nicht. Dann schaue ich in Folianten 2 rein. Hier habe ich auch schon einiges. Ich kann die Stufe theoretisch abschließen. 10-mal überschreien. Das kriege ich tatsächlich mit dem hier auch hin, mit dem Killer. Gut. Dann ausstattungstechnisch. Ich muss hier ein bisschen Movements machen, sonst haben wir gar keine Items mehr. Da kommen ja auch dann auch bessere. Und da können wir jetzt auch mal alle Perks von der einsetzen. Gehe ich ja doch auf Level 10, was soll's. Gut, Punkte haben wir ja da. Vor allem, da gibt es noch ganz gute Sachen, so wie ich das sehe. Also die spiele ich auf jeden Fall eine Runde noch, vielleicht zwei, also vielleicht noch die ganze nächste Folge dann, das weiß ich noch nicht genau. Und dann schauen wir uns den Überlebenden an. Vorher machen wir jetzt mal noch kurz leveln. Haben wir hier noch was, was mich... bringt mich nicht weiter. So. Geißelhaken, Schmerzensecho, gewinnst mit der Prüfung, wenn bis zu 4 zufällige Haken, bla bla bla. Jedes Mal, wenn ein Überlebender an einem Geißelhaken, 15% Fortschritt. Das ist sehr nice. Das hat sich nicht geändert. Und das hier... Endosaurus blockiert alle Gegner durch Armaturen für 35 Sekunden. Das ist auch sehr nice. Hier, was haben wir hier? Tintenei. Ein ungewöhnliches Ei, das eine Kugel halbfester Tinte zu sein scheint. Erhöht die maximale Kapazität von Düstergren um 1. Verringert die Dauer von den Düstergren untätig bleiben, bevor sie sich auslösen 4 Sekunden. Ganz ehrlich, da habe ich lieber nur 3 in die halten länger. Das bringt mir mehr. Ein Tuschezeichen einer toten Krähe. Kaminas Trauer über ihren Tod ist mit jedem dunklen Strich zu spüren. Verlängert die Dauer der Inaktivität von Düstergren, bevor sie sich auslösen um 4 Sekunden. Oh, das ist nice. Eingeschränkt für 1,5 Sekunden. Verlängert die Dauer, die der Killer Instinct einer Düsterkrähe überlebende anzeigt in 1,5 Sekunden. Das ist auch nicht schlecht. Abzuwehren. Wahrnehmungsreichweite. Okay. Und hier machen wir Punkte in allen Kategorien. Alles klar. Dann würde ich sagen, nächste Folge sehen wir uns in der Lobby. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ciao.